Hier darf ich wieder auf den Verordnungstext zurückkommen, dass eben bei Leuten, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, die eben von der Maskenpflicht sich befreien können. Der Gesetzgeber hat die gesundheitlichen Gründe nicht näher definiert. Ja. Das kann sein Kopfschmerzen, allergische Reaktionen, Schwindel, Herzbeschwerden, Ohnmachtsanfälle, was auch immer. Der Gesetzgeber hat es einmal nicht definiert. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Vorgaben von Seiten der Ärztekammer gibt an ihre Standesmitglieder, wann sie eine Bestätigung ausstellen dürfen, was nicht. Jedenfalls, ich halte mich an den Verordnungstext. Gesundheitliche Gründe. Also wenn jemand zu Ihnen kommt, ein Patient, den Sie lange kennen oder den Sie nicht lange kennen, er schildert Ihnen glaubhaft seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Maske, würde ich das schon ernst nehmen. Aufgrund meiner Tätigkeit für die Beschwerde habe ich hunderte E-Mails bekommen und gelesen von beeinträchtigten Leuten, die mir geschildert haben, was für gesundheitliche Beeinträchtigungen sie haben, was sie alles erlebt haben etc., was für Schicksale dahinter stecken, von alten Leuten, von Kindern, von behinderten Kindern, von Leuten, die in einer Rehab sind und in der Rehab die Maske tragen dürfen. In den Medien habe ich gehört von Geburten, wo die Damen mit einer Maske ihre Geburt durchführen durften. Also das heißt, ich appelliere an die Ärzte, nach bestem Gewissen und Wissen und Gewissen vorzugehen. Wenn Ihnen Ihr ärztliches Gewissen sagt, er sollte eine Bestätigung ausstellen, dann soll er es tun. Wenn er meint, aus irgendwelchen Gründen, das kann er nicht verantworten mit seinem Gewissen oder gegenüber der Ärztekammer oder was auch immer, möchte ich ihm nichts reinreden. Das muss jeder mit seinem hippokratischen Eid, mit der Information, die er hat, etc. Vereinbaren. Wie gesagt, allzu leichtfertig mit der Ausstellung des Attests wäre ich auch nicht. Ja. Das heißt, es gibt eine Bestimmung im Ärztegesetz betreffend Atteste. Es gibt auch Aufsätze dazu. Das heißt, es wäre schon gut, wenn man ein persönliches Gespräch führt mit dem Patienten, wenn man sich die Beeinträchtigungen persönlich schildern lässt. Aber wie gesagt, wenn das überzeugend kommt, besteht kein Grund, diese Bestätigung zu verweigern. Und da möchte ich halt nur ein Beispiel, ein extremes Beispiel schildern. Es kann ja sein, dass ein Patient zu Ihnen kommt, er hat gesundheitliche Gründe, Schwindelanfälle etc. und braucht die Maskenbestätigung. Der Arzt sagt, er stellt das nicht aus, aus was für Gründen auch immer. Der Patient geht runter auf die Straße, steigt in die Straßenbahn, fällt hin, fällt mit dem Hinterkopf gegen einen Sitz oder gegen irgendein Hindernis, der ist schwer verletzt, was auch immer, ob dann der Arzt das verantworten kann, ob er da vielleicht in die Haftung gezogen wird, das muss sich halt jeder Arzt selber diese Frage stellen, ob er diese Bestätigung ausstellen kann oder nicht. Jedenfalls, die Grundlagen dafür gibt es in der Verordnung, man muss die Gründe nur glaubhaft machen, das dazu ist gar nicht erforderlich, aber ein ärztlicher Attest, wenn der Arzt sich das gut überlegt hat, das mit seinem Wissen und Gewissen vereinbaren kann, ist, glaube ich, die beste Glaubhaftmachung, die es geben kann gegenüber einem Supermarktmitarbeiter, Postmitarbeiter, Bankmitarbeiter oder Polizisten.